Ja, lieber Rainer, jetzt unseren vorerst letzten Teil. Du hattest vorhin das Paradiesbuch angesprochen. Du hast in dem Paradiesbuch geschrieben, vor allen Dingen auch im Titel, das Paradies liegt doch in Mecklenburg. Wieso liegt das Paradies in Mecklenburg? Was hast du herausgefunden? Ich habe die Forschungsarbeit von einem gewissen Franz von Vendrin und Balzer, das war der Pionier, Deutsch-Franzose, der schon 1910 nach Boeslän, das in Südschweden, gefahren ist. Und als bekannt wurde, dass dort in den Felsen Einmeißelungen sind, und zwar Tausende. Wie sich das dort damals rumgesprochen hat, die waren ja damals auch noch nicht total von der Welt abgeschnitten. Es war noch viel umständlicher. Wir fahren heute mal schnell mit der Fähre rüber. So schnell ging das da nicht mit dem Auto, ne? Und so, aber trotzdem. Und ein Franz von Vendrin hat zwei Bücher geschrieben, die Entdeckung des Paradies und der zweite Band, die Felsenbilder von Bohuslän. Also man fährt Trelleborg und dann sind es nochmal 300 Kilometer. Gothenburg, was heute so schön halb verfälscht Göteborg heißt, ne? Und dann sind es nochmal 100 und dann bist du im Zentrum Tannum. Das ist etwa so, als bist du jetzt in der Sächsischen Schweiz, ungefähr so groß. Und dann das ist dann das Zentrum, große Museum. Heute werden die Bilder gezeigt, die sie zeigen. Diese unangenehmen werden ja nicht gezeigt. Und Vendrin hat dort auf diesen sogenannten Paradiesurkunden, die er so nennt, diese Felsen, dann auch das sogenannte Paradieszeichen entdeckt. Und dort ist eben auf diesen Felsen ein großer Teil der Geschichte Germaniens eingemeißelt worden. Ursprünglich mal 3 Zentimeter tief in Granit, ein ganz harter Granit, stellt sich schon wieder die Frage, mit welchem Werkzeug eigentlich? Und das sogenannte, ich habe das dann nachgeprüft mit meiner Begleitung 2007 und 2008, 2 Jahre, und wir haben tatsächlich das alles wiedergefunden, obwohl sie sich so viel Mühe gegeben haben. Ist keine Ausschilderung, das verrückteste Bild der Welt, ein echter gehangener, gekreuzigter am dreieckigen Baum. Man sieht es jetzt, ich zeige es jetzt mal so auf der Rückseite, ne, er hängt natürlich an diesen Reichsapfel und es wird natürlich Wotan sein, denn es ist ja überliefert in der Edda, ich hing 9 Tage am wildkalten Baum, ich selbst mir selbst geweiht. Wir gehen mal davon aus und da ist ja diese ganze sogenannte Kreuzigungsgeschichte, er hängt da an diesem Kreuz, das ist die Peene, die Trebel, die Tollense. Kummerer See, das ist ja der Reichsapfel. Und was die Kirche dann daraus gemacht hat, wahrscheinlich rührt das hierher. Man kann es ja nichts mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Es gibt da nun genügend Leute, die ja nun behaupten, Jesus wurde, wenn er jemals gelebt hat, überhaupt in Goslar gekreuzigt. Andere sagen in Konstanz und so weiter und so fort. Aber einen Namen Jesus kann es ja gar nicht gegeben haben, denn es gab im Althochdeutschen gar kein J. Noch im 18. Jahrhundert wurde statt J.I. geschrieben. Er kann aber gehießen haben Esus vom Stamme Asai, von den Asen. Dann kommen wir in ganz andere Gefilde. Aber das ist ja gar nicht unser Thema. Das hier ist der Kummerer See, das ist die Peene und das ist die Trebel und das ist die Tollense. So, Kummerer See ist ja in der Nähe genau, von Mecklenburg. Güstrow, glaube ich. Ja. Ja, südlich, das ist Ja, jetzt südlich von hier. Also du Güstrow. musst jetzt schon, ja, genau. Und so steht es ja auch bei Moses 1. Da steht es ja ganz genau da, wo das Paradies liegt. Also das Paradies liegt im Lande Havila. Der Havel, oder? Havelland heißt es Havelland, heute. ja. Aus Havila, Althochdeutsch wurde Havelland. Also fast unverändert. Ja, tatsächlich. Wo aus einem Gewässer heraus eine Vielheit von Flüssen entsteht. Und diese toponomastischen, geografischen Angaben suchen sie ja nun seit 2000 Jahren, unsere Amtlichen, suchen natürlich brav unten im Süden, bei den Wundervölkern, ne? Ja, Im klar. russischen Germanien ist es ja undenkbar und können es natürlich nicht finden,
weil sie ja nicht mal nach oben schauen, ne? Und dort ist es ja da. Wir drehen es jetzt mal so rum, ne? In Wirklichkeit ist der See ja unten. Und aus diesen sogenannten Paradieszeichen, wie es Vendrin bezeichnet hat, hat sich ja dann der Ansch entwickelt, der sogenannte Nilschlüssel, den dann unsere ausgewanderten Germanen mitgebracht haben nach Ägypten als ihr heiligstes Zeichen aller Zeichen überhaupt. Und auch unser Reichsapfel, ne, ist ja dann das Gleiche, ne, in idealisierter Form natürlich, hier rund. Und Reichsapfel, althochdeutsch, gleich, ich wahre die Frucht des Weißtums. Okay. Und dann steht es ja immer noch weiter geschrieben, aus einem, nicht nur aus dem Gewässer heraus, und dann steht er weiter bei Moses 1, ich habe hier oben drin alles Moses 1 und 2 übernommen, alles genauestens abgeschrieben, wo es steht alles schwarz auf weiß da. Ja. Und 1000 Bächlein fließen in mir, da wässere ich meinen Garten. Ja, wo in aller Welt fließen denn in Palästina oder im total vertrockneten Persien 1000 Bächlein? Und dann kommen die weiteren Hinweise, wo es Bernstein gibt, wo das Schilfmeer ist, wo Dunst und Nebel ist, wo das Wasser in den Gewässern nach 50 Fuß bis zum Knöcheln reicht und nach weiteren 50 Fuß nur bis zur Wade und nach weiteren 50 Fuß. Ja, wo ist denn das alles, also, wenn nicht in dem Bodden und so weiter? Es steht alles genau beschrieben. Und die Pene heißt natürlich bei Moses 1 Pison. Okay. Pison. Und hier Pene entgegen fließt der große Frat. Also es sind 217 Seiten. Ich kann jetzt nur mal kurz was. Um Frat fabulieren sie natürlich gleich. Aha, Euphrat. Frat heißt aber auf Althochdeutsch großes Fahrwasser. Aha. Eine Bezeichnung für ein größeres Gewässer. Und der fließt den Paradiesflüssen eben entgegen. Also diese ganzen Angaben finden wir alle bei Moses. Ne, genau beschrieben. Wo das liegt, das hier die Mitte ist das Zentrum, das ist Demmin. Und die Felsenbilder berichten dann von diesen ganzen Begebenheiten, von einer angeblichen Vergewaltigung der heiligen Eva Maria, der Havelländerin. Und dann der Flucht der Vergewaltiger bis zum Zoptenberg in Schlesien. Und dann von da aus südlich weiter. Und der Paradiesbaum ist natürlich dann Yggdrasil, der Lebensbaum. Und alles das, wir finden hier Felsenbilder, also sensationell, Giraffen und Elefanten in Germanenschiffen und solche Geschichten, ne? Die vor 3000 Jahren natürlich gar nicht mehr dort gelebt haben, sondern vor der letzten Eiszeit, da es ja bekanntermaßen dann dort ein subtropisches Klima war. Also es ist alles eingemeißelt in Stein, dass natürlich dieses Bild, der Gehangene am Dreiästischen Baum, es ist zu finden. Ich habe hier die Wegbeschreibung, ich habe auch abgebildet. Du musst großes, dünnes Papier mitbringen. Wenn du es gefunden hast, aber nur bevor die Sonne, bevor es dunkel ist. Es ist vielleicht noch ein Millimeter tief. Du siehst nur den Schattenwurf. Wollte gerade sagen, ja. Wenn es fast dunkel sein will. Die Führer damals von dem kleinen Museum in Litzlibi heißt der Ort, Mini-Ort mit 15 Häusern. Die haben das natürlich früher gemacht, Nachtswanderung, die sind nachts mit Taschenlampe gegangen. Und dann siehst du die Bilder im Schatten. Ne? Wenn du daneben leuchtest, dann siehst du sie. Ja, wenn die Sonne voll reinleuchtet, siehst du. Du stehst tagsüber davor, du siehst überhaupt nicht. Nur zur Orientierung, damit du weißt, wo du abends wieder hinkommen musst. Und dann Graswurzel und dann wird das Papier aufgelegt und dann schraffiert man. Ja, mit dem Stift einfach so? Nee, mit dem Graswurzel. Ach so, okay. Das ist dann Graswurzel. Ich habe es, verschiedene Kopien gemacht. Ich habe mein eigenes, so groß, wo dieses Bild fast als 80 Zentimeter groß, hier unten und oben kommen dann Germanenschiffe wieder. Dieses Bild wird keinen Touristen gezeigt, existiert nicht. Und die Museumsleute, ich habe sie ja gefragt, na, kennen Sie es? Wir kennen es. Und wieso wird es nirgendwo publiziert? Machen Sie so. Ich sage, dürfen Sie es nicht nach unten betreten? Denn die Kreuzigung war ja vor 2000 Jahren. Offiziell 3000 Jahre alt. Das heißt also, Mantel des Schweigens,
dass natürlich laut Gutachten der Sternwarte von Berlin-Dahlem von 1924, die haben ja auch zum Beispiel in Stein gemeißelt, die Germanen, das Nildelta bei Tantra in Ägypten, also Alexandria, ne, wo, dann, wo das Nil dann ins Mittel, der Nil dann ins Mittelmeer verläuft. Sie haben den Verlauf der Oder-Warte eingemeißelt in Granit. Okay. Oder-Warte, 400, 500 Kilometer südlicher, genau mit allen Nebenflüssen. Und sie haben also Kartografie betrieben. So, und das ist alles hier drin in dem Buch. Und dieser Verlauf der Oder-Warte ist wie ein langer Stock mit einigen Nebenflüssen. Und dann siehst du diese fünf Endungen. Hier kommt zum Beispiel die Peene, mündet in Stettiner Haff. Ja. Und dann steht es ja, wenn du das nicht, das Wasser nicht verlässt, kommst du unten in Schlesien am Heiligen Zopfenberg raus. Ach, und auf dem Zopfenberg steht die Hauptfigur, da steht der Nickel, den ich damals noch als Neptun bezeichnete. Und der hat auf seinen, das ist eigentlich die Sensation, der hat genau dieses Zeichen auf seinen rechten Schenkel eingemeißelt. Als Herr, als Zeichen seiner Herkunft, als Herrscher des Meeres, habe er erst später erfahren, dass es eben nicht der Neptun ist, sondern der Nickel. Das Weihnachtsbuch hast du ja besprochen in deinen Sendungen. Ja. Und die Nickel, die drei Nickel kommen ja, sind ja die Hauptperson in den schlesischen Weihnachtsspielen. Ja. Mit den schwarzen Gesichtern, immer den Tod symbolisierend. Und daher, natürlich, steht der Nickel als älteste personifizierte germanische Gottheit heute noch mit dem Fisch im Arm. Das ist der Herrschzeichen seiner, also ist ja klar, wer den Fisch oder ein Schiff im Arm hält, ist er immer Herr des Meeres. Wie sollte man es sonst darstellen? Ne? Ja. So. Und das hat er hier und auf dem rechten Schenkel ist das Paradieszeichen 20 cm groß eingemeißelt. Da ich wusste, was ein Paradieszeichen ist, habe ich es damals auf dem Zopfenberg bei der Entdeckung, wir haben die Knie gezittert und geschlackert. Ne? Hätte ich nicht die Bücher vorher gelesen, hätte ich ja wie viele hunderte andere, die haben zwar da eine Kriegselei gesehen, aber können es ja nicht zuordnen. Deswegen heißt das Buch ja auch Die Beweise, also ist ja nicht irgendwo was erfunden. Und das würde vielleicht so sein oder könnte so sein, sondern es ist tatsächlich so. Und was die dort oben gemacht haben, diese prähistorische Figur der Welt, 2 Meter groß, ohne Kopf, Kopf ist abgeschlagen, auch der hier ist abgeschlagen. Okay. Und auf den Felsenbildern sind die Germanen, die sie in Originalgröße gemacht haben, immer 2,25 Meter groß. Also okay. So groß waren die Leute zu dieser Zeit gewesen. Ich bin abgekommen, diese Enden, 5 Enden. Ja. Und so können wir das, ja, wenn was, man das jetzt... Was meinst du mit so? So also, könnte man es halten. Und was erinnert uns denn das? Nee, wir müssen, was es, bloß, denn, wir müssen es halt bloß auch in Worte fassen, weil... Für alle die, die das Video nicht sehen, sondern das als Podcast, also hören, ja. Die wissen ja, die sehen ja nicht, was wir hier für ein Zeichen machen. Ja. Also, es ist der heutige Stab des Neptuns, des Poseidons. Ah, okay. Und der ist heute dreizackig, war ursprünglich 5 Enden. Okay. Ganz links kommt die Peene hoch und endet in der Stettiner Haff. Aha. Und die Trebel, die fließt ja in die in den Greifswalder Bodden und die wilde Trebel floss früher in den Strelasund. So. Und der einzigste Zugang zum Meer war damals von den Inseln der Seligen, daher der Name Ostsee und Nordsee statt Nordmeer und Ostmeer, war bei Hittege, so steht es bei Moses. Also das Hittege. Hat im Grunde mit See gar nichts zu tun, sondern nein, ist die Inseln der Seligen, wo die Seelen lauern, die zur Wiedergeburt drängen, deswegen der Nickel, der jetzt die zur Neugeburt aus dem großen Urwasser holt und sie ans Land bringt. Daraus macht die Kirche den, in ihren zweiten Angriff den Christophorus, da ist das Jesuskind über das Wasser trägt. Also wir sehen es wieder, wie sie die historischen Gestalten genommen haben, aus einem Nickel dann einen christlichen Nikolaus gemacht haben, den wir erst dorthin verbracht hatten. Nun kam er als griechischer Heiliger zu uns zurück. Und so hängt das alles zusammen.
Wie gesagt, deswegen heißt es ja auch die Beweise. Auf dem Zoppenberg, wo nun dieser Nickel steht, daneben liegt ein Eber. Das wird heute als Bär gedeutet. Du siehst nur an den Umrissen, dass es mal ein Wildschwein, von mir aus ein Bär, Granit abgeregnet. Du siehst nichts mehr. Mhm. Jeder, der Ahnung hat, weiß, dass Granit in 1000 Jahren 1 bis maximal 2 Millimeter abregnet. Es kommt auf die Härte, auf den Härtegrad drauf an. So, dann siehst du heute auf der polnischen Wikipedia-Seite, siehst du, das ist ja am Zoppenberg, also 30 Kilometer vor Breslau, ne, von hier aus gesehen. Kommt ja, ist ja eine Pyramide, kommt aus der Erde raus. Auf halber Höhe am Grimhildenspiel steht dieser Pavillon, den die Polen gebaut haben, damit die Figuren nicht mehr im Regen liegen. Nachdem man sie 1850 wieder ausgegraben hatte, war ja alles verscharrt worden, zerschlagen, die meisten zerstört. Und die Figur auf die polnische Wikipedia-Seite, Sobotka, kommt alles über den Kultplatz, alles wird gesagt. Und die Figur, die wichtigste Figur, eigentlich vielleicht der Welt, ist abgeschnitten. Du siehst nur das Wildschwein liegen. Nur das Schwein. Ja. Kann man sich nicht vorstellen. Und die Urkunden wurden in Schweden verfälscht. Und alles Mögliche gemacht, um die Hinweise. Ja, das also, Heidentum sollte ja kaputt gemacht unten werden. Zu halten. Ja, also das war zu dieser Paradiesgeschichte eigentlich ein ganz wichtiges Volk, was nochmal beweist, dass Germanien natürlich das Gottesvolk ist und dass sich alles hier zugetragen hat, die ganze sogenannte Paradiesgeschichte. Ne? Und im Apfelland Avalon, wo ist denn das Apfelland? Ne? Und du kannst da immer weitergehen und mit was ist Adam verführt worden. Auch diese ganze Adam- und Eva-Geschichte ist natürlich nur Bilderschrift. Das ist ganz klar. Adam ist das Sinnbild für alles Fleischliche. Adam, ne? Eva ist F, kommt von F gleich Gesetz. Wir wissen alle in dem Film Avatar, wo sie zu ihrer unteren Lebensbaum, zu ihrer höchsten Göttin beten. Sie hieß Eva. Eva. Ach nee, dieser Baum hieß da nicht F. Ja, ihre höchste Göttin hieß Eva, also F, Gesetz. Als Eva wurde dann Aue. Ne? Ja. So. Und heißt nicht Aue, weil da ein Auen sind, sondern Aue kommt von Eva. Eva, Gesetz. Der Löwe wurde auf Tingplätzen mit Lev angesprochen. Gesetz, auf Wappen immer mit Leu. Niemals mit Löwe. Auf Wappen wird der Löwe immer mit Leu angesprochen. Daher kommt noch unser Leumund. Ach, guck. Also, siehst wieder, es greift eins ins andere rein. Ja. Du kommst gar nicht wieder raus. Das Wichtigste, was du zu verlieren hast, ist dein Leumund. Ja. Nämlich dein Lebensmund. So. Also, so ist das alles gewesen. Und dabei heißt es immer, Leu wäre alt poetisch irgendwie. Ja. Die alten Dichter haben so, das halt. Ja. Das sagen die heute, die keine Ahnung haben. Du kannst auch keine Hieroglyphik. Wenn du nicht die Religion kennst, das muss ja gar nicht uns. Du nimm jetzt die Pyramiden, die Hieroglyphik oder in Mexiko oder in Indien. Sie wollen mit ihrem wissenschaftlichen Verstandesdenken, möchten sie Religion deuten. Das kannst du aber nicht. Das kannst du nur, wenn du sie erstens kennst, zweitens verinnerlicht hier drin hast. Dann ist das möglich. Aber du kannst nicht wissenschaftlich Religion, das Höchste, was es gibt. Das wäre so, wenn ich zu dir sage, liebst du deine Frau, sagst du ja, sage, beweise es wissenschaftlich. Ja. So, also geht nicht. Und da sie das nicht können und schon gar nicht unsere germanische Hieroglyphik beherrschen, das geht nur, wenn du es im Herz drin hast, stehen sie für solche Symbolik da und überlegen sich, dass es irgendein Brauchtum sein könnte oder da wäre irgendwo ein Ereignis gewesen und aus diesem Ereignis ist das Brauchtum entstanden. Ja. Sowas gibt es nicht. Ja. Das Brauchtum ist seelen- und blutsgebunden. Vom Ur-Ur-Ur-Zustand, himmlischen, göttlichen. Ich kann jedem nur das Märchen, das kalte Herz empfehlen. Du hast es ja besprochen. Ja. Dieser Film ist ein Traum. Ich habe ihn jetzt wieder zu Weihnachten angeschaut. Es ist die Hunderte von Statisten. Da wird gezeigt, wie der Tanzmeister den Tanzreigen eröffnet. Mhm. Was da abging, die Volkstänze. Deutscher Volkstanz, altmodisch, irisch Volk, schottisch Volk, ja, das ist toll.
Aber das eigene, ja, das eigene, das wollen wir nicht. Ne? Nee. Ich hatte, weil du das ansprichst, mit meiner Mutter vor kurzem auch gesprochen, die hatte das auch erwähnt. Sie war stutzig geworden und sagte, ja, komm, sie hatte vor 40 Jahren hatte sie eine Brieffreundin in der UdSSR. Damals war sie noch die UdSSR. Und die hat sich bei meiner Mutter nach den deutschen Brauchtümern erkundigt. Und meine Mutter sagte, weiß ich nicht, haben wir nicht. Ja, es wurde von allem, ja, weil du sagst, von überall wurde irgendwie Brauchtum übermittelt und erzählt und bebildert, wie toll das überall ist. Und braucht man unser einer, was haben wir? Keine Ahnung. Ja, in Österreich und Bayern, Württemberg, die halten schon noch das Brauchtum hoch, auch wenn es nun ein katholisches Mäntelchen übergestülpt hat, aber sie leben wenigstens noch in ihren Trachten. Ne? Ja, ja. Hier hat ja die evangelische protestantische Kirche alles zerstört. Ja. Ja, das ist ja das Schlimme. Dort haben sie das zwar gehalten, aber dadurch, also den Katholizismus, ne, diesen ganzen Papsttum, aber dadurch ist auch das Brauchtum erhalten geblieben. Mhm. Und das habe ich ja dann in meinem 7. Buch, was jetzt seit einem Jahr auf dem Markt ist, Zerstörung der heidnischen Welt. Das ist zwar ein relativ dünnes jetzt, aber hier habe ich ja das alles beschrieben, dokumentiert, wie die Zwangschristianisierung im Mittelmeerraum stattgefunden hat. Also die Beglückung. Die Beglückung in Persien, in Ägypten, in der heutigen Türkei, in Libyen, Syrien, alles zerstört, die Heiligtümer, die Tempel, die Bibliotheken abgebrannt. Und so ging es dann in Italien weiter. Alle Tempel wurden geschlossen und verboten. Das Heidentum, die Reinkarnationslehre wurde verboten, ne? Weil da konnte man ja keinen Nutzen draus ziehen. Ne? Wenn jeder weiß, dass er eh sowieso wiedergeboren wird, dann kann man ja nicht die Leute zwingen, die das Geld in die Kiste zu stecken sonntags. Naja. Ne? Also da musste schon was anderes. In zweiten Abteilung ist der Stellenwert der Frau im alten Christentum. Ja, und in der dritten Abteilung habe ich originale Folterprotokolle, wie sie 1921 in der Sonntagsbeilage der Magdeburger Zeitung veröffentlicht worden sind. Da gab es sowas noch. Und da wurde zum Beispiel auch das ein Dokument veröffentlicht aus Bernburg. Mhm. Bernburg ist ja nun bekannt, wie die Frau Bürgermeisterin von Bernburg der Hexerei bezichtigt worden ist von dem evangelischen Superintendenten Dr. Sachse. Und zwar war das 1615. Und dann ist das aufgezeichnet, die Protokolle, was sie mit dieser Frau gemacht haben. Es ist, und noch zwei andere Folterprotokolle, selbst schwangere Frauen haben sie nicht zurückgeschreckt. Also der, noch ganz kurz, der Dr. Sachs lag mit dem Bürgermeister im Privatclinch und es sah so aus, dass er verliert. Mhm. Und nun hat er sich was ausgedacht, was anderes. Hat sie angezeigt, der Hexerei mit der Begründung, dass sein 10-jähriger Sohn zu ihm gesagt hätte, zum Pfarrer, dass jede Nacht an seinem Bett ein Dämon steht. Ach, guck. Und der ist von der Frau Bürgermeisterin geschickt. Das hat gereicht. Es wurde am selben Tag ihr gesamtes Vermögen konfisziert. Alles, was sie im Hausrat hatte. So, und dann haben sie die 3 Etagen unter die Erde dort 2 Jahre eingesperrt und mehrmals gefoltert. Erst hat sie noch gelacht. Hexerei, so ein Quatsch, so ein Unsinn, was soll denn das sein? Und nach den ersten Wadenschrauben hat sie nicht mehr gelacht. Das wurde noch 1920 veröffentlicht. Wenn man sich also, aber wenn man sich überlegt, so eine Praktiken, ist es gar nicht so weit hergeholt im Grunde. Es gibt Ähnlichkeiten, gibt es ja auch heute noch. Durch Denunziation, muss ja nicht stimmen. Ne? Du brauchst bloß, was weiß ich, du brauchst ja nur mal eben, ich halte mal pauschal, bei der Polizei anrufen, wenn du irgendeinen auf dem Kieker hast und sagen, hier, aus deiner Wohnung kommen ganz merkwürdig duftende Dämpfe irgendwie. Der hat schwuppdiwupp SEK in der Bude. Ne? Ja. Weil, darf ja nicht. Ja. Ja. Und also mit sowas, das wird ja heute noch praktiziert. Auch Stellenwert der Frau, wie gesagt, wie Ägypter Evangelium, wir sind gekommen, die Werke des Weibes zu zerstören. Also der Hass auf die Frauen, ne, ist ja ganz schlimm. Adam und Eva nochmal ganz kurz, auch Luther seine Briefe, ja, keine Gnade bei der Folterung von Frauen zu zeigen.
sie merken nicht, sie nämlich Hexen und sie merken gar keine Schmerzen. Und das ist ja alles dokumentiert. Mhm. Adam und Eva, bin ich selbst abgeschweift. Eva, mhm. das Gesetz, ja. die Schlange, Esser gab es nicht, teilen wir in zwei Silben, Saal, mhm. Ange, Heil der Nornen, Heil der Engel. Mhm. Und der Apfel steht da bekanntlich für geistiges Wissen. Mhm. Also es sind die vier Dinge, die wir auf Erden brauchen. Das Fleisch, klar, das Gesetz, das Heil und das Wissen. Und das wurde in eine Bilderschrift gelegt mit einer Adam- und Eva-Geschichte. Das Wissen haben ja tatsächlich im Grunde die Frauen überliefert oder erhalten. Genau. Die Hagadise im Endeffekt. Genau. Hier haben wir das ganze Wissen, deswegen ja auch die alten weisen Frauen. Man spricht ja eher von weisen Frauen als von weisen Männern. Weise Männer wird es nicht gegeben haben. Ne, das Wissen haben die Frauen. Das ist irgendwie. Ja das, was wir an unseren Weibern, Weib ist ja die alte edle Bezeichnung, mhm. ne? Frau ist ja neumodisch, wie schon bei Walter von der Vogelweide nachzulesen ist. Was soll es Edleres geben als der Weibes schöne Zier? Das Weibes schöne Zier. Also, und das ist ja das, was heute immer noch durchleuchtet aus ihnen, was wir so an ihnen lieben, ne? Wo ja. das Göttliche so durchscheint. An ihrer Art, die sie so an sich haben, was wir uns als grobe Männer gar nicht erklären können. Wie kann man nur so göttlich sein? Ja. Und wie kam es aber nur, dass du das ausgerechnet dort in Mecklenburg-Vorpommern gefunden hast, dieses Paradieszeichen? Na, Wendrin hat es gefunden. Ach, der hat es gefunden. Ich habe das übernommen also bis dahin und dann in der zweiten Hälfte kommt meine eigene Beweisführung, denn Wendrin konnte. Da ist ja auf dieser ein Paradiesurkunde, ist das da? Das mhm. ist da, aber das ist abgeregnet. Ach so. Und wenn es abgeregnet ist, ist es kein Beweis, hundertprozentig. Mhm. Mhm. Aber ich habe es auch nicht gefunden. Ja. Ist ja klar, abgeregnet ist abgeregnet. Aber auf dem Zoppenberg, da hat es der Nickel auf seinen rechten Schenkel. Ja. Und deswegen ist das tatsächlich alles wahr, so wie es ist, schon alleine an den geografischen und toponomastischen Angaben. Kann jeder vergleichen, was er im vertrockneten Dings findet, ne? Wo also Distel nicht wächst. Die Juden haben ja vor ein paar Jahrzehnten erstmal künstliche Bewässerungsgraben gemacht, um die Landwirtschaft zu bewässern zu können. Mhm. Das war ja damals alles gar nicht da. Ja, das, was hier eigentlich ist, das sind ja alles gewachsene Zeichen im Grunde. Du kommst von einem Wasser, von einem See in andere. Deswegen das heißt ja, 1000 Bächlein fließen in kannst, mir. Kannst du ja gar nicht alles. Ich war dieses Jahr auf der Trebe, mhm. auf der Trebe, wir sind mit dem Paddelboot ein paar Kilometer gefahren, gepaddelt. Mhm. Du bist im Paradies. Über dich ständig Störche kreisen und das Schilf und das Wasser eine absolute. Ja, und da habe ich ja auch die alte Paradieskarte in dem Buch drin. Mhm. Na, mit diesen ganzen Bezeichnungen. Also Paradies, hier unten ist Eden, das ist heute die Mecklenburger Schweiz, also nicht so fruchtbares Land. Und die Grenze war oben, eben hier oben, Stralsund, Wolgast, Greifswald, das war so die nördliche Grenze. Mhm. Hier fließt die Röcknitz, mhm. die Recknitz, ja. Auch die war genauso wie die Peene. Mhm. Im Museum in Triebsees, ach so, ja. was Wendrin schreibt, Triebsee war das Trojaner der Sage und wer das nachprüft, wird dahinter kommen, dass es tatsächlich stimmt, mhm. dass es natürlich alles hier stattgefunden hat, natürlich auch Troja, war eine von 100 Troja-Burgen Europas mhm. und der Grundriss ist im typischen Labyrinth-Stil, der alte Grundriss, die Stadtmauer, das alte Stadttor ist im Hufeisen vor mit den 7 Hufeisenlöchern und da ist dieses Triebsee, das ist eigentlich das Wichtigste von allen, hatte bis zum 17. Jahrhundert eine 7-fache Mauer. So. Und davon wurden 6 abgetragen im 18. Jahrhundert und eine steht heute noch. Mhm. Triebsees ist ein Dorfanger. In 4, maximal 5 Minuten bis den Exerzierschritt durch. Okay. Also ein Dorf mit einer 7-fachen Mauer. Es passen alle toponomastischen, geografischen Angaben, passen genau auf diesen Ort. Aber es ist nicht das Thema. Nee. Es wird natürlich alles wurde in Orient verschoben, ist ja, ja ganz klar. Ja. Und wie gesagt,
Das sind alles diese Angaben, diese Karten sind alles drin. Auch die Völkerstämme, die damals hier gelebt haben. Einer hieß die Taifalen. Taifalen. Das war wieder ein gefundenes Fressen. Die Taifalen, ne? Die Teufel. Ach so, ja, okay. Also ist alles drin. Natürlich auch Poseidon. Was ist denn ein Posen? Ne? Was heute Poznan heißt, hieß natürlich früher Poseidon. Ne? Was soll denn auch ein Posen sein? Ja. Also die Orte haben sie schon ihnen gegeben, gewürdigt. Ja. Der Sohn von Neptun hieß Triton und ein Beiname von der Athena ist die Tritongenaia. Ja, es kam alles, also es sind immer mehr Menschen, die auch Wissenschaftler, die sagen, es kam alles aus dem Norden. Und auch die alten Geschichten, was du vorhin angesprochen hast mit Herodot, oder wenn man auch schaut, was habe ich jetzt gelesen hier, die Germania von Tacitus, Tacitus oder Tacitus angesprochen, die beschreiben ja immer irgendwie auch die nordischen Gefilde. Und alles geht immer irgendwie nach Norden. Selbst Homer hat in der Odyssee irgendwie auch all so eine Andeutung gemacht, alles kommt aus dem Norden. Mhm. Und ja, ganz offensichtlich haben sie es alles kaputt machen wollen. Und aber die Liege der Menschheit irgendwo nach Afrika geschoben. Nichts bleibt, wie es ist. Kannst du vielleicht ganz kurz zum Abschluss, um das abzurunden, zu dem Namen Demin was sagen? Was das? Hast du da zufällig gerade was auf der... Muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt nicht. Weil es ja nur gerade hier im Wegkreuz liegt. Ich habe jetzt da, es soll sich dort, das ist das Zentrum gewesen, ja. Dort soll sich alles zugetragen haben. Also diese Kreuzigungsgeschichte, ne? Mhm. Aber der Ortsname selber ist jetzt eigentlich nicht jetzt von besonderer Bedeutung. Da ist das Troja-Triebsee schon was ganz anderes. Ja. Troja-Triebsee gehören ja zu den Drehorten. Wir finden sie ja in Trebsen, Trebelshain, Trebin, in alle Drehorte, ne? Alles mit TRE sind ja die Drehorte, also wo diese Waltung stattfand. Mhm. Ne? Und daher kommt ja auch der Name Druide, okay. Der Dreher, ne? Im ewigen Kreislauf. Und der Druide hatte ja, weil du jetzt fragst, noch einen Beinamen, Drache. Okay. So. Und nun kommen wir ja wieder in ganz andere Gefilden. Hat doch Siegfried angeblich den Drachen erschlagen. Ach, guck. Was ja nur Bilderschrift ist. Ja. Der Drache ist ja, steht ja für Feuerzeugung. Und der alte Kult war ja der Feuerkult. Vor ungefähr 12.000, 15.000 Jahren durch den neuen Sonnenkult ersetzt worden ist. Also hat Siegfried symbolisch den alten Oberpriester erschlagen. Mhm. Symbolisch. Weil ja nun von dieser neuen Zeit an der Sonnenkult, nun ist die Sonne, der Adler das Höchste. Mhm. Und nicht mehr alles Leben kommt aus dem Feuer, sondern wir wissen ja, alles Leben soll aus dem Wasser kommen und so weiter. Ne? Und nun ist der Sonnenkult, ging einher mit der Abschaffung des 13-monatigen Mondjahres. Ne? Dornröschen haben wir dann wieder, ne? Ja. Die 13 Feen, aber nur noch 12 Stühle da, weil ja nun das neue Sonnenjahr nur noch 12 Monate hatte. Mhm. Und so ist das alles eingearbeitet und miteinander verflochten, um sich das nun zu erhalten für alle Zeiten. Und den Kindern leicht verständlich machen, hat man das in sogenannte Märchen eingekleidet. Ich sagte ja eingangs heute, in den Runen, in unserer Sprache und in den Märchen ist unsere gesamte alte Religion enthalten. Wunderbar. Ich sehe, wir können hier eigentlich tatsächlich noch ein paar Wochen reden. Ich meine, du hast ja auch ein paar Jahre gebraucht, um das alles zusammenzutragen und zu schreiben. An dieser Stelle noch einmal den Hinweis, die Bücher, also es sind dann ab Montag sind es 9 Bücher. Ja, ab Montag sind es 9. Wie viele werden noch kommen? Keins mehr. Die 9 ist die Zahl der Vollendung, mein okay. Lieber. Dann ist dein Werk damit vollendet. Alle 9 Bücher sind direkt über deine Webseite zu bekommen. Ja. Die blende ich dann auch unter dem Video bzw. im Podcast dann auch nochmal explizit ein. Gut. Und jeder, der ein großes Interesse daran hat, wendet sich konkret direkt an dich per E-Mail am besten. Genau. Und bekommt dann das Buch zugeschickt. Herzlichen Dank, lieber Rainer.
Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du den weiten Weg hierher genommen hast und ja, mit mir gemeinsam diese Gespräche geführt hast. Ich kann nur hoffen und wünschen, dass das interessant war für die Hörer und dass du natürlich auch viele, viele, viele von deinen Büchern verkauft bekommst, damit noch mehr Leute ja, rausfinden und erfahren, woher wir eigentlich alle kommen. Damit wir immer mehr Menschen wissen, wohin wir eigentlich gehen. Ich danke dir. Herzlichen Dank. Gleichfalls.